Dieses Mal führt mich meine Reise in ein schier unendliches Waldgebiet. Meine Nahrungsvorräte gehen zu Ende und Schlamm wird zum hartnäckigen Endgegner. Ich befinde mich im spanischen Lappland im Zentrum des Landes. Wetter heute ist mittelmäßig fein, es tröpfelt jetzt schon ein bisschen und im Laufe des Tages ist mehr Regen prognostiziert. Jetzt schauen, dass wir vor Mittag noch möglichst viele Kilometer machen, weil der Regen wird definitiv stärker werden. Geht nichts über einen Kuchen und Öfe. So, es geht jetzt wieder durch eine kleine Ortschaft. Vielleicht habe ich Glück und es gibt irgendwo ein Café. Es ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Gut. Vielleicht bei der nächsten Ortschaft. Ich hätte heute halt einfach einmal Zeit zum Kaffee trinken. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ein bisschen wärmer könnte es sein, ein bisschen weniger regnen könnte es. Kaffee. So, da, nächster Versuch. Schaut auf den ersten Blick schlechter aus wie vorher. Ah. Restaurante. 300 Meter. Also, gefühlsmäßig schaut es da schlecht aus. Schaut gut aus. Überall, wo ich einkehre, nutze ich jede freie Minute, um meine Akkus aufzuladen. Jetzt war ich gerade in Taravilla im Restaurante La Laguna. Währenddessen, dass ich drin war, sind da laufend Leute aus- und eingegangen. Ja, ziemlich interessant. Der Ort hat 33 Einwohner gesamt. Ich war jetzt circa eine Stunde drinnen und es waren sicher 20 Leute drin. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt 2/3 der Population von dem Ort kennen. Rote Fahrspur, graue Fahrspur. Smaragdgrünes Wasser, richtig schöner Fluss. Rio Tajo, glaube ich, heißt der. Den Fluss folge ich jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Kilometer. Da das da gerade echt eine schöne Stelle ist, werde ich die Dreh jetzt einfach mal abwarten. Gute Nachricht, der nächste Ort ist nur 5 Kilometer entfernt. Scheint die Sonne, also Wetter ist wieder tipptopp, so schnell kann es gehen. Perfekte Bedingungen.
einfach jeder Tag ein Traum und es gibt jeden Tag so viele schöne Orte zum Entdecken. Aussichtsturm, der direkt neben dem Refugio steht. Refugio zeige ich euch kurz, das steht da unten. Spätestens jetzt wird klar, warum das Gebiet Spanish Lapland heißt. Bis zum Horizont nur Bäume und Wald, sonst nichts. Ich glaube, dass das grundsätzlich relativ cool geworden wäre. Ich habe das aber abbrechen müssen jetzt, weil es hinter mir blitzt und donnert und ich da auf einem Metallturm bin, der definitiv der höchste Punkt in der ganzen Gegend ist. Deswegen werde ich mich da jetzt auch runterbegeben ins Refugio, wo es trocken und sicher ist. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ich hau mir in den Schlafsack. Morgen. Frühstück heute fällt sehr bescheiden aus. Es wird geben ein Hefern-Tee und einen Müsli-Riegel. So, gestern war ich so schlau und habe, wie ich angekommen bin, meine Schuhe zum Trocknen da hinten auf diesen Felsen hingestellt. Leider war ich dann so schlau und habe vergessen, die Schuhe reinzustellen über Nacht. Es hat natürlich die ganze Nacht durchgeregnet. Ja, jetzt habe ich waschnasse Schuhe. Gestern beim Einschlafen war mir einer ziemlich schlecht. Also entweder ich habe was Falsches gegessen oder mein Magen vertrocknet es ganz einfach nicht mehr. Es war sehr viel Fleisch gestern. Das meiste ist dann doch sehr fettig. Auf jeden Fall war mir beim Einschlafen richtig schlecht. Ich habe deswegen auch nicht so gut geschlafen. Ja, ansonsten, die Motivation ist grundsätzlich hoch. Ich bin jetzt 5 Minuten unterwegs, die Sonne ist heraus, die Landschaft ist wunderschön und die Motivation ist zurück. Ich freue mich gerade wieder richtig, dass ich da fahren darf. Es ist so eine wunderschöne Gegend. Es ist irgendwo im Nirgendwo, die Vögel pfeifen. Es ist absolute Ruhe hier.
wahnsinnig großartige Gegend. Ich habe zwar damit gerechnet, dass es relativ wenig Versorgung gibt, dass man da aber wirklich 3 Tage nichts nachkaufen kann. Das ist ehrlich gesagt schon hart. Und das ist auch das, was mir in der Früh schon ein bisschen auf die Stimmung geschlagen hat. Spätestens heute nach 100 Kilometer kommt die Stadt mit dem Bahnhof. Da wird es auf jeden Fall Nachschub in Hülle und Fülle geben. Okay, ich fürchte, dass es heute wieder die Straßenstrecke werden wird. Es ist wieder soweit, es dreht sich nichts mehr. Es ist Stillstand. Es gibt Streckenteile, da ist echt schön zum Fahren. Und dann gibt es wieder so Abschnitte wie da, wo es einfach unmöglich ist, dass man ohne vollkommen mit dem Schlamm des Todes versehen durchkommt. So ist es im spanischen Lappland. Da bleibt man echt von nichts verschont. Ich hoffe, dass diese Schlammpartie jetzt noch bald aufhört. Rad ist wieder tippitoppi. Das Gemeine an diesen Schlammpassagen ist, man sieht die einfach nicht kommen. Auf einmal ist man drinnen und da ist es aber schon zu spät. Jetzt Straße wieder perfekt. Ich habe vorher auf Straßenvariante umgestellt, überlege aber gerade wieder, ob ich nicht auf die Geländevariante umsteige. Und der ganze Wald, was man vom Aussichtsturm beim Refugio gesehen hat, das liegt übrigens auch schon wieder auf circa auf 1300 Meter bin ich da schon wieder unterwegs. Jetzt ist mir gerade der Florian nochmal entgegengekommen. Ja, ist echt cool. Man freut sich halt immer wieder, wenn man da bekannte Gesichter sieht, die man im Prinzip schon die letzten Tage irgendwie immer wieder getroffen hat. Das ist richtig cool. Ja, er hat mal gesagt, in dem Ort soll es einen Café geben und das werden wir jetzt auch versuchen zu finden, das Kaffeehaus. So, Adele, gut gestärkt mit Kaffee und Sandwich geht's jetzt weiter. In der Zwischenzeit haben meine Socken die Möglichkeit gehabt, dass sie trocknen. Und die Schuhe sind auch wieder einigermaßen trocken. Jetzt sind es noch 80 Kilometer. Ich möchte eigentlich in 6 Stunden heute schaffen, dass ich so spätestens bis 6 Uhr am Bahnhof bin, weil ich das mit dem Zug heute noch checken will. Wenn man Google glaubt, wird es so sein, dass morgen ein einziger Zug nach Saragossa fährt. Dort werde ich umsteigen und nach Pamplona fahren. Der Zug startet um 9:21. Sonst habe ich jetzt keine einzige Verbindung gefunden, die möglich wäre morgen. Das heißt, das muss ich heute unbedingt noch abklären, weil sonst hänge ich da 2 Tage in dieser Ortschaft fest. Wetter ist übrigens heute richtig geil geworden. Fast schon zu warm. Bin gerade eingeschmiert, dass mir nicht aufbrennt heute. Ja, schaut noch einen richtig feinen Tag aus. We'll be right back.
Ich befinde mich mittlerweile im Naturschutzgebiet Alto Tajo. Diese einzigartige Landschaft besticht durch tiefe Schluchten, Flusstäler und geologisch einzigartige Formationen. Hinter mir, auf der GoPro vermutlich sehr weit weg, seht ihr übrigens noch den Fluss Tajo. Es ist der längste Fluss auf der Iberischen Halbinsel, ca. 1000 Kilometer lang, entspringt in der Nähe von Teruel, dort wo ich die Strecke Montañas Vacías gestartet habe, und mündet in der Nähe von Lissabon in den Atlantischen Ozean. So viel zum Bildungsauftrag. Kleine Ortschaft, habe ich jetzt gerade Mittagspause gemacht. Klassiker, wieder einmal Nudeln gekocht. Diese kleinen Ortschaften sind echt so angenehm. Es sind einfach keine Menschen da. Villa de Cobeta heißt es, wo ich gerade bin. Absolut kleine Straßen. Die Strecke daher übrigens war, glaube ich, die perfekteste Straße, was ich jemals gefahren bin. In den letzten 1,5 Stunden hat mich kein einziges Auto überholt, mir ist auch keines entgegengekommen. Der Asphalt ist makellos, es gibt kein Schlagloch, nichts, keine Unebenheit, gar nichts. Jetzt sind es ca. 60 Kilometer in die Ortschaft. Heute war der erste Tag, wo schönes Wetter und eine Badegelegenheit zusammengekommen sind. Ich muss nach rechts, was fährt euch bei den Windrädern auf? Genau, direkt in den Gegenwind rein. Wunderbar. Fehlalarm, Fehlalarm, es geht wieder in die richtige Windrichtung. Also die Gegend da ist gerade ein bisschen zermürbend, die schaut alles gleich aus. Schönen guten Morgen aus Median Kelly. Der Plan wäre jetzt im besten Fall nach Bilbao zu fahren. Momentan weiß ich noch nicht wirklich, ob der Zug ein Radl mitnimmt. Auf jeden Fall um 9.20 Uhr, das ist der einzige Zug, der von da an diesem Tag Richtung Saragossa fährt. Das ist einmal das, was bekannt ist. Alles andere wird sich im Laufe des Tages weisen. Schau mal, wird ein spannender Tag. Ja, bis jetzt hat neues hingehauen, wird das auch funktionieren. Gute Nachricht ist, ich komme mit dem Bus nach Bilbao. Die schlechte Nachricht ist, die hat mir gerade erklärt, wobei ich es nicht ganz verstanden habe. Ich muss jetzt irgendwie meine ganzen Taschen runtergeben und das Rad einfolieren, sonst nimmt der Bus das nicht mit. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo eine Frischhaltefolie organisieren und irgendein Sackerl, wo ich mein Gepäck zumindest reinbringe. Habt ihr jetzt noch eine Stunde Zeit, wird jedenfalls wieder eine spannende Aktion. So, die paar Informationen waren da jetzt super nett. Ich habe jetzt kaufen müssen eine Hülle für das Fahrrad. Hat gekostet 13 Euro, was finde ich voll okay ist. Nichtsdestotrotz, es ist geschafft. Also falls ich mal wer das Thema hat in Spanien, unbedingt zur Information gehen und fragen, ob die solche Fahrradtaschen haben.
spart euch das Ganze einfolieren, ein bisschen Gebäck geht auch rein. Hinterlasst bitte einen Like, kommentiert das Video und abonniert den Kanal. Darüber freue nicht nur ich mich, sondern insbesondere der YouTube-Algorithmus. Wer den ersten und zweiten Teil noch nicht gesehen hat, die findet ihr rechts oben in der Verlinkung. Viel Spaß beim Anschauen!